Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch zwei Telefonate mitgebracht. Das erste hält sich wenigstens noch in Grenzen, beim zweiten Gespräch wird's heute wieder besonders unterirdisch. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, wo wir besser nicht unser Geld lassen sollten. Yep. Ja, guten Abend, Herr Gard. Felix Graf am Telefon von der Firma Targo Swiss. Grüß Gott. Komme ich gerade ungelegen, Herr Gard? Wir sind doch gar nicht da. Sie haben ja angerufen. Ah, ich werde mich auf jeden Fall kurz fassen. Mario Kart sind Sie auf jeden Fall, oder? Wunderbar. Herr Gard, Sie haben sich neulich bei unserer Internet-Webseite, bei der Crypto-Ad oder Bitcoin24 da registriert. Ich gehe mal davon aus, Sie sind über die Höhle der Löwen da gekommen, richtig? Kann sein. Die Höhle der Löwen-Werbung. Tja, macht deutsche Bürger reich, bla bla. Da sind ein paar nette Bilder von den echten Darstellern abgebildet. Ja, und das Logo vom Sender. Tja, das ist aber alles Betrug hier. Die Höhle der Löwen macht deutsche Bürger reich. So heißt die Überschrift von dieser tollen Werbewebseite. Tja, aber nur, ja, wenn man sich da einträgt, dann rufen da nur sehr, sehr unseriöse Firmen an. Bei dem Betrüger, naja, da bin ich mir schon wieder relativ sicher, dass da schon mehr Leute drauf reinfallen könnten. Der spricht perfektes Deutsch und nuschelt nicht so rum wie die meisten Betrüger, die wir hier auf dem Kanal hören. Das ist tatsächlich auch dann die Gefahr, wenn denn so jemand anruft, der der Sprache zumindest schon mal mächtig ist. Naja, der kann natürlich Eindruck schinden, auch wenn er jede Menge Dünnsches von sich gibt, wenn man da als Kunde oder Betrugsopfer keine Ahnung davon hat, was der da eigentlich redet. Tja, hören wir mal weiter. Okay, also ich bin hier in der Leitung, damit ich Ihre Registrierung vervollständige und die erste Kapitalisierung für Sie mache. Bevor wir dazu kommen, wollte ich Sie mal nur kurz fragen, was hat Sie dazu gebracht, sich bei uns da registrieren? Ist es eine Werbung oder eine Empfehlung von jemandem? Weder noch. Okay. Also sozusagen eine reine Neugier, nehme ich mal an, oder? Nö. Okay, ich gehe mal davon aus, dass Sie die Bedingungen auf jeden Fall dort gelesen haben. Gut, schauen Sie, die Rede ist hier von einer Probewoche bezüglich der Handelsplattform, wo Sie die Möglichkeit haben von und die Wahl von über 1700 Werten, egal wo Sie investieren möchten, also ob in Rohstoffe, Gold, Aktien, Kryptowährungen oder physisches Gold oder Devisen, alles, was Ihnen selber an Herzen liegt. Die Rede ist von einer Probewoche, wo Sie uns testen, wo Sie sehen, wie das alles funktioniert. Für die Probewoche müssen Sie einfach nur hier Handelskonto kapitalisieren mit einer Mindestsumme von 250 Euro. Also diese 250 Euro sind kein Investment, Sie kaufen damit nichts. Die dienen einfach nur dazu, damit Sie hier Konto kapitalisieren. Sie kriegen von uns mit 50 Euro Bonus, Willkommensgutschein, mit diesen 250 Euro zusammen. Und Sie werden in der Probewoche mit einem von unseren erfahrenen Fachexperten, mit unseren Beratern, nur mit diesen 50 Euro arbeiten und handeln. Danach, wenn Sie entscheiden, nach der Probewoche, ob Sie weiter in der Zukunft mit uns arbeiten wollen oder nicht, falls Sie Ihre Meinung ändern und nicht mehr weiter mit uns arbeiten möchten, dann können Sie jederzeit kostenfrei und ohne irgendwelche Verpflichtungen und Folgen austreten und Ihr Geld einfach zurück auszahlen von Konto A nach Konto B. So, ich wollte Sie mal kurz fragen, Sie haben bei uns auf jeden Fall die Wahl, die Überweisung zu machen über die Kreditkarte oder über die Bankverbindung. Was ist für Sie am liebsten? Weiß ich nicht. Also was ist Ihnen auf jeden Fall leichter? Ja, Sie machen ja bestimmt Online-Banking, oder? Sowas habe ich, ja. Sowas haben Sie ja, okay. Dann schlage ich Ihnen mal auf jeden Fall vor, dass Sie auf die sicherste Art und Weise gehen, dass wir über die Bankverbindung das gehen. Theoretisch sind das beide also sichere Quellen, aber wo es Ihnen auf jeden Fall leichter ist, machen wir es auf jeden Fall so. Ich nehme mal an, über Banküberweisung, das ist Ihnen auf jeden Fall nicht Neuland, oder, Herr Kart? Nee. Gut, dann werden wir es auf jeden Fall auch so machen. Sagen Sie mir die E-Mail-Adresse, wo die hier steht, mario.kart@gmx.net. Ist das auf jeden Fall korrekt? Ja. Okay, bei mir steht das alles, dass Mario Kart groß geschrieben ist und GMX auch und net. Das ist, nehme ich mal an, ein Schreibfehler. Oder ist es wirklich so? Ist bei E-Mail-Adresse egal, ob groß oder klein.
Naja, mehr oder weniger. Normalerweise ist es bei der E-Mail, dass alles auf jeden Fall kleingeschrieben sein sollte, ja. Deswegen frage ich ja auf Nummer sicher natürlich. Aber ich habe sie auf jeden Fall hier gefunden. Also Mario, großgeschrieben, Punkt, Card, großgeschrieben, richtig. Und GMX auch großgeschrieben. Ja, ist ja wie gesagt egal, ob groß oder klein. Gut. Kommt ja trotzdem an. Ich werde Ihnen auf... Genau, so sieht's aus. Vollkommen egal, ob ihr eure Buchstaben in der E-Mail-Adresse groß oder klein schreibt, das Ergebnis ist schon mal das gleiche. Die E-Mail kommt an, wenn die E-Mail-Adresse halt eben auch existiert. Das spielt bei einer E-Mail-Adresse keinen Unterschied oder auch keine Rolle. Ich weiß nicht, warum manche Leute da immer darauf kommen, wo dieser Mythos herkommt, dass das einen Unterschied macht, ob man jetzt die Buchstaben in der E-Mail-Adresse groß oder klein schreibt. Am Ende kommt die E-Mail aber trotzdem an, auch wenn man damit euch diskutiert hat vorher. Okay, dann gehen Sie mal kurz auf Ihren Postfach, auf Ihre Mail. Da habe ich Ihnen eine Mail geschickt, dass Sie mal gucken, ob sie da ist. Hm? Sie sollten das auf jeden Fall von den Graf Felix kriegen, das bin natürlich ich. Ich soll jetzt E-Mail gucken? Genau, gehen Sie auf Ihren Postfach, weil ich habe Ihnen eine Mail gesendet. Warum? Damit Sie sehen, ob sie da ist. Wozu? Ich habe Ihnen gerade eben gesagt, Herr Kart, damit wir also, wie gesagt, Ihr Konto kapitalisieren. Ich schicke Ihnen die Bankverbindung. Na, wollen Sie nicht erstmal was über Ihre Firma erzählen? Um Himmels Willen, Sie haben sich das registriert, das haben Sie alles gesehen. Viel gab es ja nicht zu sehen. Gut, sind Sie gerade online? Ich habe Internet, ja. Gut, gehen Sie auf Google. Ich zeige Ihnen unsere Firma. Aber wieso auf Google? Haben Damit Sie keine Sie die Webseite von unserer Firma gehen. Damit ich Ihnen die Webseite zeige. Tja, dazu muss ich ja nicht auf Google gehen. Da können Sie mir doch die Domain einfach sagen. Schauen Sie, dafür bin ich nicht verpflichtet. Dafür ist nur der IT-Experte verpflichtet. Ich bin einfach nur ein Kundenbetreuer. Ich kann Ihnen auf jeden Fall unsere Bankdaten zeigen oder ich kann Ihnen auf jeden Fall auch die Infos von unserer Firma schicken per E-Mail. Also er ist nicht der IT-Techniker und kann deswegen den Namen der Webseite nicht sagen. Also sowas Blödes und Dämliches habe ich ja wirklich noch nie gehört. Also ich weiß nicht, was die da für Leute hinsetzen, aber hier an der Stelle ist man ja tatsächlich, ja, also da nehme ich das hier mit der Professionalität mal vollkommen zurück. Ja, das Problem ist, viele Leute fragen halt gar nicht so viel und machen da halt einfach mit. Aber ja, er verrät sich ja selbst schon. Er ist nur dazu zuständig, irgendwelche Bankdaten zuzuschicken. Und wovon hat denn der sonst Ahnung? Ich dachte, der Anruf ist jetzt da, um mir irgendwie Vertrauen zu machen, dass ich da Geld einzahlen soll. Letztendlich reden wir ja hier über viel Geld. Also auch wenn 250 Euro auf dem Handelsmarkt absolut kein Geld ist. Das ist nicht mal Spielgeld. Das ist, zack, weg ist es. Also ich finde es einfach nur absolut unterirdisch, für was die sich da halten. Ich meine, Felix Graf ist ja sowieso, oder Graf Felix, wie er sich ja denn zum Schluss ja als zweites genannt hat, ist ja komplett ausgedacht, der Name. Das ist schon vollkommen klar. Aber Wahnsinn, was die sich einbilden und denken, wer sie da eigentlich sind. Die können überhaupt nichts. Der IT-Techniker muss die Domain sagen. Das kann er jetzt nicht. Aha, also dann frage ich mich, was hat denn der im Kundenservice zu suchen, wenn er mir nicht mal seine eigene Webseite zeigen kann? Toll, er kann E-Mails zuschicken und sich um die Bankdaten kümmern. Das war's dann aber auch schon. Für das bin ich verpflichtet. Aber da sind ja Ihre Tätigkeitsfelder also, sehr eingeschränkt. Herr Katz, falls Sie es nicht bemerkt haben, ich bin Ihretwegen hier in der Leitung, weil Sie sich selber da registriert haben. Ich bin hier nur in der Leitung, damit ich hier Registrierung vervollständige und das und die erste Kapitalisierung mache. Falls Sie da nicht mitmachen wollen, sagen Sie Bescheid, damit ich nicht unnötig meine Zeit verliere. Naja, um irgendwo mitmachen zu können, wäre es vielleicht mal ganz interessant, wenn er uns denn erstmal erklärt, wobei ich da mitmachen soll und was ich da genau machen soll. Weil auf deren Webseiten steht tatsächlich so gut wie überhaupt nichts. Ist grundsätzlich eigentlich immer so eine Betrügerkrankheit, dass die nicht mal erzählen können, worum es da eigentlich bei deren Projekt da geht, wenn man auf die Webseite kommt. Also durch Hellsehen jetzt oder was? Und deswegen, also ja, obwohl ich jetzt nichts weiß, soll ich jetzt mein Geld einzahlen? Also mal im Ernst. Wie doof halten die uns eigentlich? Das Schlimme ist eigentlich auch, dass da wirklich noch Leute Geld einzahlen, weil viele Leute stellen halt überhaupt gar keine Fragen. Die haben sich halt da eingetragen, weil sie gesehen haben, dass sie da reich werden können. Dann ruft einer an und schon gibt man seine Bankdaten preis. Das ist schon ziemlich furchtbar. Ja, das habe ich verstanden. Also, wie verbleiben wir jetzt? Weiß ich nicht. Ich hatte ja gedacht, dass Sie mir die Domain sagen, aber dass Sie da einen Spezialisten für brauchen. Um eine Domain zu buchstabieren. Was für ein Domain? Nur von Ihrer Webseite. Um Himmels Willen, gehen Sie einfach auf Google, ich zeige Ihnen die Webseite. Ich bin kein Computerfreak, Entschuldigung. Da haben Sie keine Internetadresse.
www.targosys.com, um Himmels Willen. Moment. Mache ich mir erstmal einen Browser auf. So, www und dann? Targosys.com. Ta, also T-A. T wie Theodor, A wie Anton, R wie Richard, G wie Gustav, O wie Otto, dann Swiss mit zwei S am Ende. Das ist eine schweizerische Firma. Und dann? Punkt? Punkt com. Com. Genau, ganz einfach. Mit so einem komischen Dreieck? Genau, richtig, mit dem komischen Dreieck. Genau, das ist das Logo. Und im Hintergrund sehen Sie auf jeden Fall ein Bild von einem Löwen und einem Stier sozusagen. Es ist, nehme ich mal an, auch bei Ihnen alles auf Englisch, oder? Mhm. Gut. Sie sind da auf Rechner, Laptop oder auf Smartphone auf unsere Webseite gekommen? Auf dem Telekommunikationsendgerät. Gut, dann haben Sie oben eine Option DE, da klicken Sie einfach drin, dann haben Sie alles auf Deutsch. Ja, erstmal aufs Bürgermenü klicken und dann auf DE. Okay, machen Sie es, wie Sie es am besten denken, dass es am leichtesten ist. Was bedeutet denn das rote Dreieck in Ihrem Logo? Einfach unser Logo. Keine Sorge, wir sind keine Illuminaten. Falls Sie jetzt über Verschwörungstheorien denken. Naja, dieses T in der Mitte, wirklich also, sehr präsent. Nein, nein. T wie Targus ist um Himmels Willen. Schauen Sie, unsere Firma existiert seit 1986. Also mich können Sie das auf jeden Fall nicht fragen, weswegen jemand so ein so etwas gesetzt hat. Mhm. Also ist ja logisch, dass da ein T-Buchstabe... Also wenn es... Schauen Sie, also die Pyramide symbolisiert, dass wir immer nur oben gehen, also nach oben gehen, sozusagen. Ja, man kann tief runterfallen, ja, und wenn man da unten schauen ist, Sie, dann kriegt man halt nur noch die Scheiße. Also, schauen Sie, naja, das wird auf jeden Fall nicht so sein. Ich nehme mal an, Sie hatten ja schon Erfahrungen an der Börse gehabt, oder? Nö. Haben Sie noch nie mit Aktien, mit Fonds, mit Kryptowährungen etwas gemacht oder mit der Hausbank oder mit einem Broker, Berater? Ich habe mal ein bisschen bei Binance mit CFDs rumgespielt. Bei Binance, okay. Wie waren Ihre Erfahrungen? Gut, schlecht oder mittelmäßig? Naja, also erstmal habe ich mit ein paar Euro, ich glaube mit 5 Euro gleich 50 Euro verdient. Und okay. Dann war die Kohle weg. Und dann hatte ich meinen Spaß und dann habe ich mir gedacht, nee, da lässt du mal die Profis mitspielen. Also da habe ich mich ja so mal nur für interessiert und nur mal angemacht und auch mal ein bisschen rumgeklickt. Sie haben das alles selber gemacht damals? Ja, ja, habe ich mich so ein bisschen durchgeschlingelt, ja, hat mich mal so interessiert, weil ich fand das immer ganz cool mit den vielen Bildschirmen. Anscheinend ist der Kurs drastisch gefallen. Ja, anscheinend ist der Kurs drastisch gefallen und Sie haben auf jeden Fall in Minus dann, Null gehabt dann. Nee, na, ich habe so mit... Ich habe so YouTube-Strategien probiert, aber so halbwegs seriöse Sachen, ne? Also es ist ja schön, was er da so alles an Fragen stellt und ja, wie er darauf eingeht, was ich da so sage. Das zeigt eigentlich nur, dass er da keine Ahnung hat von. Denn die Fragen, die er da stellt, sind mehr als plump. CFD ist ja risikobehaftetes Handeln. Das heißt, ich kopiere nur den Markt. Ich arbeite dann nicht mit echten Aktien, sondern nur mit den kopierten Aktien innerhalb der Firma. Und nicht wirklich auf dem Börsenmarkt. Ja, und das ist hochspekulativ. Hier geht's eigentlich nur um steigende oder fallende Kurse. Ich kann auch auf einen fallenden Kurs setzen und sagen, es wird schlechter. Dann gewinne ich halt dadurch, dass andere Geld verlieren. Oder eben auch umgekehrt. Aber es ist schon Wahnsinn, was der sich so alles einfallen lässt, um dann noch irgendwie professionell zu wirken. Aber genau das ist halt auch eben die Gefahr. Wenn man jetzt hier denkt, och, der weiß ja was und macht da jetzt mit, naja, dann lässt man sich als absolut unwissender Kunde, wie auch in meinem Fall, davon vielleicht verblenden und zahlt da sein Geld ein. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die stecken das Geld nicht mal tatsächlich in den echten Handelsmarkt und auch nicht in den echten kopierten Handelsmarkt, denn die stecken das Geld einfach nur in ihr eigenes Portemonnaie, um sich davon einen schönen Porsche zu kaufen. Und das war's dann eigentlich auch schon von der ganzen Geschichte, was hinter so einer Firma steckt. Es ist natürlich ein ekelhaftes Geschäftsmodell. Leute anrufen, denen irgendeinen Scheiß erzählen, irgendwas vorgaukeln, wie professionell sie sind und dann machen sie sich eigentlich nur mit der Kohle aus dem Staub. Denn die Telefonnummern, mit denen die Betrüger hier immer anrufen,
Die sind komplett gefälscht. Das heißt, man kann die nicht zurückrufen. Spoofing nennt man das auch. Ja, und auf der Webseite findet man sowieso keine Daten. Kein Impressum, keine Anschrift. Und die Webseiten selbst, die sind auf Cloud-Servern irgendwo gehostet, auf Cloudflare oder so, um dann die Identität auch der Webseite zu verschleiern, wo die herkommt. Ja, und wenn man das Ganze einfach abgeschaltet hat, dann gibt's dazu keine Spuren mehr im Internet. Und, naja, aber ich auf YouTube-Strategie kann man auf jeden Fall gute Informationen haben, aber dort sich also einzulassen, lohnt sich nicht. Dafür sind auf jeden Fall die Experten da, um sie auf jeden Fall zu führen. Ja, aber ich wollte ja mal gucken, wie das so ist und ob das stimmt. Und dann hat Neugier ist Neugier, okay. Neugierde, ne? Also, das, also ich mir war natürlich, schon bewusst, dass ich da die Kohle verbrate, die ich da drin stecke, ne? Aber ich habe halt gerade eine Erhaltserhöhung, habe ich gedacht, kannst du mal kurz mal... Das kann man ja, interessant, wie Sie das alles sagen. Sie sind ein gebranntes Kind und wie man schön sagt, ein gebranntes Kind kann man gut mit Feuer umgehen. Da geben Sie mir recht, oder? Die bunten Katzen, die fallen mir. Auf jeden Fall. Also, deswegen werden Sie auf jeden Fall sehen, dass wir, also wie gesagt, alles qualitativ machen. Dass bei uns an erster Stelle der Kunde sind, weil schauen Sie, wir sind keine Broker. Hier geht es nicht um eine Broker-Kunde-Beziehung, sondern hier geht es um eine Geschäftspartner-Beziehung. Weil schauen Sie, wollen Sie auf jeden Fall als einen gleichberechtigten Partner haben. Deswegen machen wir diese Probewoche, damit Sie sehen, wie das funktioniert. Danach entscheiden Sie, ob Sie mit uns weiter in der Zukunft arbeiten wollen oder nicht. Sie sehen, wir haben über 1700 Märkte, agieren in über 33 Ländern und über 32 Währungen haben wir hier. Schon alleine auch wieder das Probewoche, bla bla. Also eine Probewoche macht man nicht mit echtem Geld, denn auch wenn man mit echtem Geld probiert, ist es im schlimmsten Fall einfach weg. Die tun hier aber jedes Mal so, als könnte man kein Geld verlieren, wenn man da Geld einzahlt. Wir gehen jetzt hier von einem echten Handelsmarkt aus, dass das ja alles Fake ist und die das Geld gar nicht wirklich investieren, ist ja klar. Aber selbst einen Probemonat, eine Probewoche, ist es alles Blödsinn. Wenn ich da Geld reinstecke und damit gehandelt wird und damit wird nicht richtig gehandelt, dann ist die Kohle weg. Und bei 250 Euro ist die Chance, dass die Kohle weg ist, fast 100%. Denn so ein Handelsmarkt, da muss man eventuell auch in so eine offene Position immer noch mal Geld nachschieben. Und bei 250 Euro ist das ziemlich schnell aufgebraucht. Und wenn man das Geld aufgebraucht hat, dann hat man es komplett verloren und die Position wird geschlossen. Und damit hat sich's dann erledigt. Das heißt, nicht nur, dass die Firma hier fake ist, die haben auch keine Ahnung von dem Handelsmarkt. Oder die versuchen einen einfach nur für dumm zu verkaufen und das alles als seriös darzustellen. Nur beim Handeln muss man echt Ahnung haben, um da einzusteigen. Ansonsten ist die Kohle in jedem Fall immer weg. Zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, entweder alleine hier zu handeln, damit meine ich mit einem Roboter, mit einer künstlichen Intelligenz, der 24 Stunden für Sie arbeitet, Handelssignale empfängt und kauft und verkauft verschiedene Werte für Sie, egal ob fallende oder steigende Kurse es sind, auf jeden Fall. Sie können hier auch fallende und steigende Kurse setzen. Gut, da Sie Zeit hatten, auf unserer Webseite da zu kommen, nehme ich mal an, können Sie auf jeden Fall auch auf Ihre Mail gehen, damit Sie sehen, dass die Mail angetroffen ist. Ach ja, da war ja was mit einer E-Mail. Ne, die habe ich auf dem Computer. Gehen Sie mal auf Ihre Mail, damit Sie nur... Sie können sich auf jeden Fall auch dort also einloggen und kurz auf Ihre E-Mail gehen. Oder haben Sie da ein Smartphone dabei, sich? Ja, Telekommunikations-Endgeräte-Portugiesisch. Okay, dann gehen Sie dort auf einfach auf Ihre E-Mail, tragen Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort ein und dann sind Sie sofort auf Ihrer Mail drin. Ja, das ist halt so, wenn man das sicher verrammelt hat, ne, mit so 250 Zeichen im Passwort, das kann sich natürlich keiner merken, ja. Das ist jetzt ungünstig gerade. Ja, also dort nur eine Minute, paar Sekunden. Weil schauen Sie, ich habe Ihnen die Bankverbindung geschickt, damit Sie also die Überweisung machen. Schaffen Sie es heute noch, die Überweisung zu machen? Ich brauche Sie also bis 18 Uhr da, also in einer Stunde. Da Sie Online-Banking schon gemacht haben, wissen Sie selber, dass man für Online-Banking nicht länger als 2-3 Minuten braucht. Nee, ich denke, eine Stunde sitze ich jetzt hier nicht. Entschuldigung? Was? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Können Sie bitte wiederholen? Habe ich vergessen. Sie haben es gleich vergessen, was Sie gesagt haben. Machen wir Folgendes. Also, Sie wollen mich nämlich mal an auf den Arm nehmen, ne? Wieso? Ich habe Sie doch in der Hand. Okay, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleiben Sie mir gesund. Hä? Das und auf Wiedersehen. Tja,
Da hatte der nette Betrüger Rabauke wohl keine Lust mehr, uns weiter zu bescheißen. Da ist es wohl irgendwie ein bisschen aufgeflogen, was wir da so mit ihm vorhatten, ihn an der Nase herumzuführen. Hat er ja auf jeden Fall eine ganze Weile mit sich machen lassen. Tja, es ist schon Wahnsinn. Es ging hier die ganze Zeit nur ums Einzahlen. Alles andere interessiert gar nicht. Informationen geben können sie nicht. Auch wenn sie am Anfang irgendwas erzählen von, ja, wir wollen Informationen geben. Und wenn man sie denn erst in der Leitung hat, dann ja, geht's eigentlich nur noch darum, dass sie ja von einem Geld haben wollen. Und das war's dann schon. Und alleine das ist schon ein Beleg dafür, dass das hier kein seriöses Unternehmen sein kann und absolut nur um eure Kohle geht. Und nicht darum, dass man euch irgendwie beraten möchte und schon gar nicht, Höhle der Löwen macht deutsche Bürger reich. Na, ihr werdet da bestimmt nicht reich. Hier verliert man nur sein Geld. Das nächste Gespräch, was ich euch jetzt noch mitgebracht habe, wird auf keinen Fall besser. Hier entlarve ich den Betrüger schon von Anfang an. Das ist wieder so ein Gespräch, wo ich gleich von Anfang an klarstelle, dass ich weiß, was er für einer ist. Das Gespräch geht trotzdem eine ganze Weile. Hören wir da mal rein. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wer möchte das denn wissen? Felix Schmidt ist am Apparat. Ich melde Ihnen von 22 Pips, weil Sie Interesse an Online-Trading gezeigt haben. Haben Sie schon Erfahrungen auf diesem Bereich? Nee. Und wissen Sie, was das ist? Haben Sie gehört vielleicht? Ja, da rufen ja in letzter Zeit ziemlich viele Betrüger überall an. Ich weiß das. Es gibt viele Betrüger heute. Aber ja, die Leute sind nicht gleich, das sind mit unlizenzierter Plattform und sind unlizenzierte Leute. Mhm. Verstehen Sie mich? Ja. Mhm. Ja, ich möchte da sagen, dass unsere Plattform heißt 22 Pips. Es ist eine lizenzierte Plattform, es ist registriert bei BAF in Deutschland und FCA in London. Das heißt, Sie können mal, ein Spinner mit Kryptowährungen bei der BaFin. Das ist ja Quatsch. Betrüger. Nein, keine Betrüger. Wir sind lizenzierter Doch, Plattform. Du bist krimineller Betrüger. Du bist nicht lizenziert, weil du kannst bei der BaFin mit Kryptowährung nicht lizenziert sein. Ja, und an dieser Stelle muss man sich jetzt hier von Anfang an schon wieder fragen, warum bleibt der jetzt noch 10 Minuten in der Leitung und versucht mit mir zu diskutieren? Es ist einfach absolut Wahnsinn. Naja, beim Beleidigen sind sie hier alle wunderbar. Das können die Betrüger alle aus dem FF und da funktioniert's Deutschland auf einmal auch wieder halbwegs vernünftig. Keine Ahnung, ob die da jedes Mal eine Beleidigungsschulung bekommen, aber jetzt nimmt das Gespräch erst so richtig Fahrt auf. Ich bin lizenziert, gehen Sie zum Google-Fan. Lügner, Betrüger, Krimineller. Lügner sind Sie. Ich habe für 20 Jahre studiert für diese Arbeit. Ach, das ist aber traurig, dass du denn nichts gelernt hast. Was habe ich nicht gelernt? Na gar nichts, du weißt doch nichts, weil dann wüsstest du doch auch, dass gehen man bei der Sie BaFin zu FCI. Nicht gehen Sie kann. Zu FCI. Man kann bei der BaFin gehen nicht Sie zu FCI und sehen Sie meinen Namen. Man ich bin kann mit der BaFin keine Kryptowährung regulieren. Geht nicht. Geht nicht. Wissen Sie, was FCI ist dann? Fußballclub Augsburg oder was? Ja, Fußball. Ja. Bayern also, München. Genau, seid ihr beim Fußball registriert, richtig. Ist ja lächerlich. Die Deutschland ist weg von der Weltmeisterschaft. Ja, interessiert mich doch nicht. Haha. Ja, und was ist daran jetzt interessant? Ich gucke ja so einen Scheiß nicht. Ist ja albern. Ist ja bloß Zeitverblödung. Deutschland ist weg. Ja, und wen interessiert das? Gar keinen. Möchten Sie Geld zu verdienen dann? Wenn ja, Sie nicht, das nicht interessiert. Ich brauch nicht bei euch Geld verdienen, weil bei euch gibt's kein Geld. Ihr haut mit der Kohle ab. Ihr seid Kriminelle, mehr nicht. Wo ist Kriminelle, bitte? Du. Was ist das? Du. Ich? Ja. Sie kennen mich nicht. Doch. Kennen Sie mich? Du bist ein Betrüger, ja. Haben wir schon oft gesprochen. Warum verurteilst du mich bitte? Ja, weil du ein Betrüger bist. Und du hast hier nichts in der Aber Sie wissen nicht, wer ich bin. Ich bin Felix Schmidt. Und ich also habe gesagt, gehen Sie zum Google. Land und verarsche die Leute in deinem Land und nicht in unserem Land. Verschwinde in welchem einfach. Land? In welchem Land bitte? In dein Kakerlakenland. Da, wo ihr ganzen Betrüger sitzt. Was? Ja. Ich bin Deutscher. Ja, aber nicht Deutsch. Ja, ich möchte das erklären. Mein Vater ist Deutsch, meine Mutter ist Niederländisch. Ich bin in Niederländisch geboren. Dein Vater ist höchstens irgendein Ausländer und deine Mutter genauso. Du hast in Deutschland nichts verloren. Verschwinde.
Ich bin in Niederland geboren, verstehen Sie mich? Ich bin niederländisch. Gerade redest du von Deutschland, du bist Deutscher und du bist in den Niederlanden geboren. Du widersprichst dich doch selbst, war albern. Aber mein Ursprung ist deutsch. Verschwinde! Such dir einen anderen Job, mach was Anständiges. Aber geh die Leute hier in Deutschland nicht auf den Sack. Was meinen Sie mit das? Weg, hinfort mit dir. Du bist Krimineller. Nee, du bist kriminell. Du bist einfach Du bist Krimineller. Ich rufe Hauptsache die Polizei in diesem Moment, in deinem Haus zu kommen, okay? Hauptsache die Leute belügen, irgendeine Scheiße am Telefon erzählen. Das hat nicht mal Ahnung von dem, was du da erzählst. Willst du von der BaFin erzählen? Dabei reguliert die BaFin gar keine Kryptowährung. Du bist einfach nur ein dummer Klops am Telefon. Was bitte? Die FCI reguliert alles. Gehen Sie zur FCI, nennen Sie meinen Namen dann. Ja? Bei dir funktioniert doch in deiner Denkschüssel überhaupt nichts. Sie haben keine Idee, wie Trading Online funktioniert, okay? Du bist einfach nur blöd. Und du bist ein Dümm. Ja. Und du bist einfach nur voll bekloppt, mehr nicht. Leute am Telefon verarschen, das könnt ihr hier alle, ja? Erst durchschmarotzern hier durch unser Sozialsystem und dann wieder zurück und dann an unsere Steuersysteme hier ganze Kohle abziehen. Momentan, oder was? Ich habe die Polizei angerufen. In 5 Minuten kommen Sie nach Hause, okay? Verschwinde, Kakerlake, mach dich weg! Ich habe alles, Ihre Adresse, ich habe die Polizei gegeben. Du hast gegeben. Überhaupt nichts, du hast nicht mal Intelligenz. Ich? Du hast ja nicht mal ansatzweise Intelligenz. Das ist doch einfach nur albern, was du da für eine Show ablieferst. Schämst du dich nicht? Sind deine Eltern stolz auf dich, dass du so eine Scheiße am Telefon machst? Du beleidigst mich, bitte. Was ist das? Ja, deine Eltern sind ganz stolz auf dich, ja? Sie sind nicht intelligent, okay? Du bist einfach nur ein ekelhafter Sozialschmarotzer. Was haben Sie studiert? Was haben Sie studiert? Mehr als du. Ja, aber was? Genau. Ich habe 3 Universitäten abgeschlossen. Du hast gar nichts abgeschlossen. Du hast nicht mal einen Kindergarten abgeschlossen. Ich habe 3 Universitäten abgeschlossen. Und dann kannst du kein Wort vernünftig sprechen. Ist ja peinlich. Können wir per WhatsApp? Ach, per WhatsApp, natürlich. Da wurde noch ein Virus rüberkriegt, oder was? Glaubst du, ich bin zeige dämlich? Ihnen alle die Diplomen. Aus deinem Gesicht fällt doch nur Durchfall. Sie haben keine Universität gemacht. Ja, und du hast kein Gehirn. Du bist nur ein Hund. Ja, und du bist peinlich. Ein Hund, hum. Verstehen Sie mich? Weißt du, sowas wie dich sollte man abschieben und nie wieder hier reinlassen. Gehen Sie weg, bitte. Ja. Du Sie haben keine Intelligenz, mit mir zu sprechen. Ja, weg mit dir. Und versuchen die Leute zu, um ihr Geld zu betrügen. Sowas nennt man einfach. Haha. Fick dich. Du bist eine Affe. Ja. Dass du dich nicht schämst, Rudolf, die Leute zu betrügen. Rudolf Scher. Du solltest dich mal ein bisschen was schämen, wirklich. Und mal benehmen lernen. Rudolf Scher. Ein neues Betrüger. Sie sind nicht intelligent. Du bist nicht intelligent. Haben Sie Geld verloren in Trading Online? Sie nee, haben du bist mit Betrüger gearbeitet. Sie haben mit Betrüger gearbeitet und Sie haben alle diese Geld verloren. Okay? Sie haben keine Intelligenz. Na, du klaust das Geld. Sie du mich? Bist ja derjenige, der das Geld klaut. Wir sind sehr intelligent. Nee, du bist nicht intelligent. Das ist einfach nur abartig. Du bist ja vor allem, du bist ja der du dümmste bist nicht Vollpass intelligent. Von allen. Sie haben du sitzt Geld doch verloren. Am Telefon, dein Chef ist schlau, der weiß, wie man sich aus dem Staub macht. Du bist derjenige, der von der Polizei im Callcenter abgeführt wird. Sie sind nicht intelligent, verstehen Sie mich? Ich bin intelligent. Du bist nicht intelligent, du bist einfach nur lächerlich. Weil ich habe dein Geld, okay? Du hast von mir gar nichts. Jetzt gibst du also zu, dass du Betrüger bist, ja? Ja, ich habe alles. Wir haben ein Konto bei uns. Ja, bestimmt habe ich ein Konto bei dir. Du hast vielleicht irgendwo, weißt du, bei dir in deinem Oberstübchen. Scheint irgendwas 10.000 kaputt zu sein. Euro haben aber Sie bei uns. Hört sich das nicht 10.000 an, Euro haben Sie bei uns. Du bist nur verstehen ekelhaft Sie für die Sendel. Verstehen Sie das? 10.000 Euro. Was? Sie verstehen Sie nicht. Herr Scher, Rudolf. Was denn? Vielen Dank für das nette Gespräch. Scheiß Kakerlake. Gefallen Sie dieser Gespräch? Wie bitte? Du betrügst Menschen um ihr Geld. Ist ekelhaft sowas. Sowas gehört abgeschoben und am besten gleich. Was bedeutet Sie denn das? Ich bin lizenziert, bitte. Du kannst ja nicht so intelligent sein, wenn du da noch nachfragen musst. Sie sind nicht intelligent, okay? Sie haben kein Geld, Sie haben null Geld. Und wen interessiert das? Verstehen Sie mich? Nö. Muss man ein bisschen Deutsch haben. Wenn man hier in Deutschland anruft, dann hat man auch gefälligst Deutsch zu sprechen. Und zwar flüssig und vernünftig.
Ich spreche Deutsch sehr gut. Du sprichst Deutsch überhaupt gar nicht. Und wie verstehen Sie mich dann? Indem man die Kakerlakensprache irgendwann auswendig kann, wenn die Viecher hier jeden Tag anrufen. Ich spreche Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, alles. Natürlich, ganz bestimmt. Ja, möchten Sie in Italienisch sprechen dann? Ich will nicht mit deiner Kakerlakensprache sprechen. Ich will, dass du die Menschen in Ruhe lässt und dir einen vernünftigen Job suchst. Irgendwas Sinnvolles in deinem Leben Ich möchte die Leute helfen, Geld zu verdienen. Nee, du willst die das Menschen ist meine helfen, Arbeit. Für dich selbst Geld zu verdienen. Das ist dein Job, für dich selbst. Aber nicht für die Menschen. Ich habe alle, viel die bei Geld dir Geld verdienen einzahlen, selbst. Verlieren ihr ich Geld. Ich habe viel Geld verdienen selbst. Ich habe 10 Millionen Euro. Ach, und dann sitzt du da noch am Telefon? Da bist du aber ein schlechter Millionär, wenn du noch am Telefon sitzt. Ich habe meine Mission erledigt. Ja, natürlich. Und dann sitzt du noch am Telefon. Das ist ja ganz dann bestimmt. Dann möchte ich die Leute helfen, Geld zu verdienen. Natürlich, ganz bestimmt. Natürlich, ja. Gibt es da viele dumme Menschen, die bei dir da drauf reinfallen, ja? Wie bitte? Gibt es viele dumme Menschen, die bei dir drauf reinfallen? Auf diesen ekelhaften Akzent? Ich habe viele Kunden bei uns. Ja, bestimmt. Betrugsopfer nennt man das, aber nicht Kunden. Wir haben 10.000 Kunden. Ja, ist ja traurig, dass ihr 10.000 Opfer habt. Sie verstehen nicht das. Ja, du verstehst nicht das. Du kannst nicht mal das Deutsch richtig. Lern anständig Deutsch, putz dir die Zähne. Gehen Sie weg. Ja, hau du mal ab. Was? Einen Moment, ich verbinde mit meiner Kollegin. Hallo? Glaubst du aber jetzt nicht im Ernst, dass ich dir das abnehme, du Scheißkakerlake? Hallo, schönen guten Tag, Herr. Schatzi. Was ist das, bitte? Sehen Sie mich? Meine Liebe. Rudolf. Hallo? Hallo? Ja, Rudolf, haben Sie mit meiner Kollegin gesprochen? Nee, ich habe mit dir gesprochen. Aber du, also mit dem mir? Anschein nach wünschst du dir eine Muschi, wa? Ich habe gesagt, sprechen Sie bitte mit meiner Kollegin. Ja, dem Anschein nach hast du ja die Muschi. Fick dich wieder. Ja. Das ist bestimmt ein Callcenter, Innenmitarbeiterinnen oder Innendings. Du bist ein Schwanz. Ja, und du hast keinen. Du bist ein Schwanz, ich habe zwei. Und mit diesem zwei spieke deine Mutter und deine Schwester. Ja, dann steck die beide mal direkt in die Schnauze, damit... Damit endlich Ruhe ist, wollte ich noch sagen. Aber da hat er dann schon leider aufgelegt. Oh, oh, oh. Also das, nur noch mal zur Wiederholung. Das ist ein Finanzberater, der von euch Geld haben möchte, um am Trading- und Aktienmarkt für euch in Treuhand Geld zu verwalten. Absoluter Wahnsinn. Da weiß man manchmal wirklich nicht mehr, was man noch dazu sagen soll. Der hier hat auf jeden Fall mal seine Abreibung gebraucht und der hat es auch definitiv verdient. Der war ja schon ziemlich oft bei uns auf dem Kanal in der Leitung, auch schon mal mit Affengeräusche. Habt ihr hier zwischendrin auch nochmal gehört, seine netten Affengeräusche, die kann er ja hervorragend. Immer wieder der absolute Wahnsinn, mit was man es da eigentlich für Leute zu tun hat. Die einem da angeblich seriös ja irgendwie ja Geld abnehmen wollen. Und dann kommt da sowas dabei raus. Ganz tolle Gespräche. Also wäre er jetzt hier irgendein seriöser Mitarbeiter gewesen, ich glaube, dann wäre dieses Gespräch so gar nicht zustande gekommen. Absolut unterirdisch. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, kann natürlich gerne noch den Kanal abonnieren. Mit Glocke am besten, denn gibt es auch immer eine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.